Ja, wir haben hier eine Unfallgegebenheit, und zwar eine 22-jährige Fahrzeugführerin fuhr aus Wemding kommend in Richtung Monheim. Ausgangs einer Rechtskurve kam sie nach ersten Zeugenangaben auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Beide Fahrzeuge sind erheblich beschädigt, wurden von der Fahrbahn geschleudert. Die Fahrzeugführerin im Unfall verursachenden Fahrzeug verstarb leider noch an der Unfallstelle. Der 27-jährige Fahrer des anderen PKW wurde vom Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Also die Staatsanwaltschaft hat es angeordnet, dass die Unfallstelle von einem Gutachter in Augenschein genommen wird. Ich gehe davon aus, dass die Sperrung der Straße mindestens noch 2 bis 3 Stunden dauern wird. Gut, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Wie hoch ist jetzt in Euro ausgedrückt, ich kann ich momentan noch nicht sagen.